Kommen wir nun zu dem Begriff der Irreduzibilität. Eine stochastische Matrix P auf einem Zustandsraum E heißt irreduzibel, falls der Zustandsraum E nur aus einer kommunizierenden Klasse besteht. Und entsprechend möchte ich eine NP-Markov-Kette Xn als irreduzibel bezeichnen, falls die zugehörige stochastische Matrix P bereits irreduzibel ist. Und Irreduzibilität im Kontext von Markov-Ketten auf endlichen Zustandsräumen hat eine unmittelbare Konsequenz. Nehmen wir uns also eine Markov-Kette Xn her, die irreduzibel sei und deren Zustandsraum E endlich ist, also nur aus endlich vielen Werten besteht. Dann folgt sofort, dass jeder Zustand des Zustandsraumes positiv rekurrent ist. Warum ist das der Fall? Dann nehmen wir uns mal einen beliebigen Zustand x aus unserem Zustandsraum E her und betrachten wir mal die Green-Funktion. Die Green-Funktion nach Definition war nichts weiter als die Summe n gleich 0 bis unendlich von der Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in x in n Schritten nach y zurückzugehen. Und jetzt sehe ich, wenn ich über alle Zustände y in e summiere, und hier die Reihe mit dieser endlichen Summe darf ich ja vertauschen, dann sehe ich natürlich an der Stelle aufgrund der Tatsache, dass Pn für jedes n eine stochastische Matrix ist, dass diese Summe gerade 1 ist. Und was folgt daraus? Naja, dadurch, dass ich unendlich oft diese Zahl 1 aufsummiere, erhalte ich hier den Wert unendlich. Das heißt, die Summe der Green-Funktion bezüglich des zweiten Eintrages ist unendlich. Jetzt weiß ich natürlich, dass mein Zustandsraum E endlich ist. Das heißt, es muss mindestens ein Y in meinem Zustandsraum E geben, sodass die Green-Funktion XY den Wert unendlich annimmt. Jetzt weiß ich natürlich aufgrund der Voraussetzung, dadurch, dass die Markov-Kette Xn irreduzibel ist, dass der Zustandsraum E nur aus einer kommunizierenden Klasse besteht. Insbesondere weiß ich natürlich auch, dass ich den Zustand x vom Zustand y aus erreichen kann. Das heißt nichts weiter als, ich finde eine natürliche Zahl m derart, dass die Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in x nach m Schritten nach y zu gelangen positiv ist. Jetzt kann ich wieder die Chapman-Kolmogorov-Gleichung benutzen. Und die sagt das Folgende aus, dass ich die Wahrscheinlichkeit in m plus n Schritten von x nach x zu gehen, nach unten abschätzen kann durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in x nach n Schritten nach y zu gehen und in m Schritten von y zurück zu x zu gehen. Und mithilfe dieser Darstellung kann ich jetzt natürlich eine untere Schranke herleiten für die Green-Funktion zwischen den Punkten auf der Diagonale, also zwischen den Punkten xx. Das heißt, die Green-Funktion war ja nichts weiter als die Summe über alle n gleich 0 bis unendlich von den entsprechenden Übergangswahrscheinlichkeiten pnxx. Das kann ich natürlich auch nach unten abschätzen durch die Summe über alle n gegen unendlich von dieser Übergangswahrscheinlichkeit pm plus nxx. Und dann kann ich natürlich diese Abschätzung einsetzen und ich erhalte diesen folgenden Ausdruck. Und jetzt sehe ich natürlich, dieser hintere Term hängt gar nicht von m ab. Das heißt, ich kann ihn aus dieser Summe hier rausziehen. Was übrig bleibt, ist jetzt an dieser Stelle die Green-Funktion zwischen dem Zustand xy. Jetzt weiß ich natürlich nach Wahl von m, dass dieser Faktor hier strikt positiv ist. Nach der Überlegung, die wir hier angestellt haben, wissen wir auch, dass die Green-Funktion zwischen den Elementen x und y den Wert unendlich annimmt. Und daraus folgt natürlich sofort, dass die Green-Funktion zwischen den Zuständen xx unendlich sein muss. Das ist sozusagen die erste Beobachtung. Das impliziert natürlich sofort, aufgrund von Satz 2.1, dass der Zustand x rekurrent sein muss. Jetzt wissen wir natürlich aufgrund des Satzes 2.8, dass jeder Zustand, der mit x kommuniziert oder der von x aus erreichbar ist, insbesondere mit x kommuniziert und rekurrent sein muss. Dadurch, dass E aber nur aus einer kommunizierenden Klasse besteht, folgt sofort, dass jeder Zustand rekurrent sein muss. Damit haben wir die Rekurrenz vom Zustand
x und damit von jedem Zustand in unserem endlichen Zustandsraum nachgewiesen. Bleibt noch nachzuweisen, dass jeder Zustand positiv rekurrent ist. Das möchte ich wiederum mit einem Widerspruchsbeweis tun. Nehme einmal an, dass x in E sei 0 rekurrent. Dann wissen wir natürlich aufgrund von Satz 2.10 und der Tatsache, dass wir irreduzibel sind, dass jeder Zustand 0 rekurrent sein muss. Jetzt können wir natürlich wiederum Korollar 2.4 ins Spiel bringen. Was weiß ich? Ich weiß auf der einen Seite, wenn ich mir angucke, diese Summe über y von Pn xy, dass dieser Ausdruck natürlich aufgrund der Tatsache, dass Pn eine stochastische Matrix 1 ist für jedes n und damit auch im Limes n gegen unendlich. Damit haben wir sozusagen diese Gleichheit hier erläutert. Jetzt weiß ich natürlich aufgrund der Tatsache, dass mein Zustandsraum endlich ist und ich diese Elemente PnXY natürlich majorisieren kann durch die 1. Und dadurch, dass ich hier eine endliche Summe habe, das natürlich endlich ist, darf ich den Satz von der dominanten Konvergenz benutzen. Das heißt, ich darf diesen Limes mit dieser Summe hier vertauschen. Jetzt kann ich natürlich das Korollar 2.4 benutzen, das mir aussagt, dass ich weiß, dass der Limes n gegen unendlich von diesen Übergangswahrscheinlichkeiten 0 ist. Damit haben wir aber jetzt gerade einen Widerspruch erzeugt. Das bedeutet aber in Konsequenz nichts weiter als, dass ein und damit alle Zustände in meinem Zustandsraum E positiv rekurrent sein müssen. Eine weitere Konsequenz aus der Irreduzibilität ist das folgende. Also ich starte wieder mit einer irreduziblen Markov-Kette mit Zustandsraum E. Und dann gilt, dass wenn y ein rekurrenter Zustand ist, dass auch die Wahrscheinlichkeit bei Start in x den Zustand y in endlicher Zeit zu erreichen 1 ist und das gilt für jedes xy. Und umgekehrt, wenn der Zustand y transient ist, dann folgt daraus, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x den Zustand y in endlicher Zeit zu erreichen strikt kleiner als 1 ist und das gilt dann auch für alle xy aus meinem Zustandsraum E. Gucken wir uns diesen Beweis abschließend an. Dadurch, dass meine Markov-Kette irreduzibel ist, weiß ich natürlich, dass alle Zustände xy aus meinem Zustandsraum miteinander kommunizieren. Und insbesondere folgt dann natürlich aus dem Satz 2.8 und 2.10, dass im Falle, dass ich rekurrent bin, dass dann natürlich alle Zustände rekurrent bin. Also wenn ein Zustand rekurrent ist, sind alle rekurrent, beziehungsweise wenn ein Zustand transient ist, sind alle Zustände transient. Das heißt, was ich weiß, insbesondere, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in y zu y zurückzukehren in endlicher Zeit die Wahrscheinlichkeit 1 besitzt, im Falle der Rekurrenz, beziehungsweise dass die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses in endlicher Zeit nach y zurückzukehren einen Wert strikt kleiner annimmt, im Falle der Transienz. Und das gilt natürlich für jeden Zustand y aus meinem Zustandsraum. Das heißt, das Einzige, was wir noch zeigen müssen, ist, dass das auch gilt, wenn wir an beliebigen anderen Punkten oder Elementen in meinem Zustandsraum starten. Nehmen wir uns jetzt also zwei Elemente x und y aus dem Zustandsraum her, wobei wir annehmen wollen, dass x und y verschieden sind. Dann wissen wir natürlich aufgrund der Tatsache, dass nach Voraussetzung x und y miteinander kommunizieren, dass ein n existiert, sodass die Wahrscheinlichkeit in n Schritten von y nach x zu gehen positiv ist. Und wir wählen jetzt n so, dass das gerade das Minimum ist über alle k, sodass die Wahrscheinlichkeit bei Start in y in k Schritten nach x zu gehen positiv ist. Dieses n existiert in n0 und ist insbesondere kleiner als unendlich.
So, und dann gilt natürlich für jedes Groß N, was strikt größer ist als dieses Klein N, das Folgende. Betrachte jetzt also die Wahrscheinlichkeit bei Start in Y, den Zustand Y zu dem Zustand Y in weniger als groß N Schritten zurückzukehren, zusammen mit dem Ereignis, dass ich zum Zeitpunkt klein n im Zustand X bin. So, dieses erste Ereignis hier kann ich natürlich disjunkt zerlegen, in die Ereignisse zurückzukehren in den Zustand Y zum Zeitpunkt K. Und jetzt kann ich aufgrund der Additivität hier auch die Vereinigung über diese disjunkten Ereignisse als Summe dieser Wahrscheinlichkeiten schreiben. Jetzt möchte ich wiederum die Fallunterscheidungsformeln ins Spiel bringen. Und dazu möchte ich aber diese Summe in zwei Teile zerlegen, nämlich die Summe k gleich 1 bis n minus 1. Und in dem Fall möchte ich bedingen auf das Ereignis in den Zustand y zum Zeitpunkt k zurückzukehren. Dann habe ich also einmal hier diese Wahrscheinlichkeit bei Start in y zum Zeitpunkt k zum ersten Mal nach y zurückzukehren, mal der bedingten Wahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt klein n im Zustand x zu sein, gegeben, dass ich zum Zeitpunkt k zum ersten Mal im Zustand y bin, und dann weiß ich natürlich auch mit Wahrscheinlichkeit 1, dass ich zu diesem zufälligen Zeitpunkt, was ja nichts weiter ist als der Zeitpunkt k in y bin. Und in dem anderen Fall, dass k halt Werte annimmt zwischen n plus 1 und groß n, möchte ich auf das Ereignis xn gleich x bedingen. Das heißt, ich erhalte einmal aufgrund der Fallunterscheidungsformel die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in den Zustand oder den Zustand zum Zeitpunkt n im Zustand x zu sein, mal der bedingten Wahrscheinlichkeit bei Start in y zum ersten Mal in den Zustand y zurückzukehren zum Zeitpunkt k, gegeben, dass ich zum Zeitpunkt klein n im Zustand x bin. Aufgrund der Markov-Eigenschaft, also Satz 1.10, kann ich natürlich diese bedingte Wahrscheinlichkeit auch ausdrücken durch die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Zustand y starte und nach n minus k Schritten mich im Zustand x befinde. Im zweiten Fall kann ich natürlich auch wiederum die Markov-Eigenschaft benutzen, also Satz 1.10. Und dann erhalte ich hier die Aussage, dass ich bei Start in x, jetzt hier starte ich in x, und erreiche natürlich dann den Zustand y zum ersten Mal nach k minus n Schritt. Das heißt, ich muss hier in der Definition der Stoppzeit alles um n Schritte verschieben. Hier haben wir sozusagen in gewisser Weise die Markov-Eigenschaft und die starke Markov-Eigenschaft. Was wissen wir jetzt? Jetzt wissen wir natürlich aufgrund von der Wahl von n, n war der kleinste Zeitpunkt, bei dem ich weiß, dass ich in positiver Wahrscheinlichkeit von y nach x gehen kann, dass sämtliche Wahrscheinlichkeiten bei Start in y nach n minus k Schritten nach x zu gehen 0 sind. Das heißt, in dieser ersten Summe sind alle diese Faktoren 0. Das heißt, diese erste Summe ist komplett identisch gleich 0. Und ich erhalte damit die folgende Aussage, dass nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in y in endlicher Zeit den Zustand y zu erreichen, gegeben und geschnitten mit dem Ereignis, dass ich zum Zeitpunkt n mich im Zustand x befinde. Das kann ich natürlich aufgrund der Stetigkeit des Maßes Py auch ausdrücken als den Limes groß n gegen unendlich von dem Ereignis, dass die Stoppzeit Sy einen Wert kleiner gleich groß n annimmt, geschnitten mit dem Ereignis, dass ich zum Zeitpunkt klein n mich im Zustand x befinde. Jetzt haben wir gesehen, aufgrund dieser Überlegung hier,
dass diese ganze Summe 0 ist und nur dieser Term hier übrig bleibt. Das heißt, ich erhalte hier einmal den Term, dass ich mit der Wahrscheinlichkeit bei Start in y in n Schritten nach x zu gehen. Das hängt ja nicht von der Summe ab, den kann ich also auch aus dieser Summe rausziehen. Dann kann ich den Limes ausführen. Ich erhalte hier die entsprechende unendliche Reihe, die bei n plus 1 startet und hier drinnen den Ausdruck hat, dass ich bei Start in x den Zustand y zum Zeitpunkt k minus 1 erreiche. Jetzt kann ich natürlich hier auch wieder die Sigma-Additivität benutzen und ich sehe, dass ich, wenn ich die entsprechende Index-Shift durchführe und die Sigma-Additivität benutze, dann dass das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit bei Start in x den Zustand y in endlicher Zeit zu erreichen. Jetzt gehen wir sozusagen auf die beiden Fälle ein. In dem Fall nämlich, dass wir rekurrent sind, haben wir uns ja schon davon überzeugt, dass der Zustand, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in y den Zustand y in endlicher Zeit wieder zu treffen 1 ist. Und das aus dieser Überlegung folgt die folgende Gleichungskette. Nämlich, ich kann die Wahrscheinlichkeit bei Start in y in n Schritten in x zu sein, auch wie folgt ausdrücken, nämlich als die Wahrscheinlichkeit bei Start in y einmal in n Schritten in x zu sein, geschnitten mit dem Ereignis, den Zustand y in endlicher Zeit zu erreichen. Und hier benutze ich gerade, dass ich weiß, dass dieses Ereignis Wahrscheinlichkeit 1 besitzt. Weil ich kann das hier schneiden mit dem Ereignis, mit dem Gegenereignis. Das Gegenereignis hat das die Wahrscheinlichkeit 0. Damit bleibt sozusagen nur der Term übrig. Diesen Term haben wir ja gerade gesehen, können wir ausdrücken durch diesen Term, der hier hinten steht. Das heißt, durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in y in n Schritten nach x zu gehen, mal der Wahrscheinlichkeit bei Start in x den Zustand y in endlicher Zeit wieder zu treffen. Jetzt sehe ich natürlich aufgrund der Wahl von n, dass diese Wahrscheinlichkeit hier jeweils positiv ist. Das heißt, ich kann in dem Fall durch diesen Term teilen und erhalte als Konsequenz daraus, dass das Ganze äquivalent zu der Aussage ist, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x den Zustand y in endlicher Zeit zu erreichen, gerade 1 ist. Und das war gerade das Gewünschte, was wir zeigen wollten. Und das gilt aufgrund der Vorüberlegung natürlich dann für jedes beliebige x und y. Im zweiten Fall nehmen wir jetzt oder setzen wir voraus, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in y den Zustand y in endlicher Zeit zu erreichen strikt kleiner ist als 1. Das ist ja genau die Definition von der Transienz des Zustandes y und damit von jedem Zustand y aufgrund der Irreduzibilität. Dann erhalten wir mit einer ähnlichen Ungleichungskette, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in y n den Zustand x in n Schritten zu erreichen, sich nach unten abschätzen lässt durch diese Wahrscheinlichkeit bei Start in y, den Zustand y in endlicher Zeit zu erreichen, geschnitten mit dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt n sich im Zustand x befindet. Jetzt benutze ich wiederum diese Darstellung und erhalte das Produkt aus dieser Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in y in n Schritten in den Zustand x zu erlangen, mal der Wahrscheinlichkeit bei Start in x den Zustand y in endlicher Zeit zu erreichen. Nach Definition ist auch wieder dieser Term strikt positiv. Ich kann also dadurch teilen. Ich erhalte damit die Aussage, dass das äquivalent dazu ist, dass mein Zustand, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x den Zustand y zu erreichen in endlicher Zeit einen Wert annimmt, der strikt kleiner ist als 1. Und damit habe ich das gewünschte Resultat gezeigt. Abschließend noch eine kleine Definition, wann man von einer rekurrenten Markov-Kette bzw. von einer transienten Markov-Kette spricht. Also eine irreduzible NuP-Markov-Kette heißt rekurrent bzw. transient, wenn ein Zustand, und wir wissen ja bereits in dem Fall, jeder Zustand rekurrent bzw. transient ist.
Gleiches gilt natürlich auch im Falle von Nullrekurrenz und positiver Rekurrenz. Um sich sozusagen mit diesen Begriffen weiter vertraut zu machen, lege ich Ihnen folgende Aufgabe ans Herz, und zwar sei μ ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf den natürlichen Zahlen inklusive der 0, a sei ein Parameter mit Werten in dem Intervall, in dem abgeschlossenen Intervall 0, 1 und p sei eine stochastische Matrix, die wie folgt definiert ist, also die Übergangs-, die Einträge pxy nehmen den Wert μ von y an, falls x gerade den Wert 0 hat. Sie nehmen die Werte an 1 minus a, falls y den Wert x minus 1 annimmt, a, falls y den Wert gleich x annimmt und 0 sonst. Und jetzt ist die Aufgabe zu untersuchen, in Abhängigkeit vom Parameter a und den Eigenschaften von diesem Wahrscheinlichkeitsmaß μ, wie die entsprechenden kommunizierenden Klassen aussehen und die entsprechenden Zustände zu klassifizieren. Die zweite Aufgabe möchte ich mal mit Murphys Gesetz überschreiben, die nämlich das Folgende aussagt. Ich nehme mir her eine irreduzible und aperiodische rekurrente Markov-Kette, das heißt, jeder Zustand hat Periode 1 und ist rekurrent. Und der Zustandsraum sei wie immer höchstens abzählbar und endlich. Und ich nehme mir bezüglich dieser stochastischen Matrix P. Jetzt betrachte ich eine beliebige Folge von Zuständen x1 bis xn, die die einzige Bedingung erfüllen müssen, ist dieses entsprechende zugehörige Produkt von den Übergangswahrscheinlichkeiten entlang dieser Folge von Zuständen positiv ist. Und dann ist die Aussage, dass jede beliebige dieser Folgen, die dieser Eigenschaft genügt, mit Wahrscheinlichkeit 1 in endlicher Zeit eintritt. Mit anderen Worten, wenn die Butterstulle auf die Butterseite fällt, dann tut sie das mit Wahrscheinlichkeit 1. Bleibt hier sozusagen zusammenzufassen. Wir haben jetzt gesehen, anhand der Begriffe von Erreichbarkeit, Kommunizieren, kommunizierender Klasse, wie sozusagen rekurrente und transiente Zustände miteinander interagieren können und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. In der nächsten Vorlesung soll im Zentrum stehen Techniken, mit denen ich nachweisen kann, ob ein Zustand rekurrent oder transient ist. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich für das Überprüfen der Definition von Rekurrenz und Transienz ja eigentlich diese einfachen Übergangswahrscheinlichkeiten bestimmen müsste bzw. aufsummieren müsste, was im Allgemeinen ja nicht trivial ist, weil ich im Prinzip einfache Matrixprodukte betrachten oder berechnen muss, die sich für eine stochastische Matrix, die auf dem abzählbar unendlichen Zustandsraum definiert ist, nicht unbedingt praktikabel bestimmen. Dazu aber beim nächsten Mal mehr.